Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, begrüßt euch zu einer weiteren Motorvorstellung für den Euro Truck Simulator 2 für die Version 1.27 und da haben wir heute den Scania R620. Ja, hier ist er, mal wieder ein Scania. Scania ist ja wirklich sehr, sehr beliebt bei der Mod-Community und ja, 136 MB groß und jetzt schauen wir an, was wir alles ändern können. Und wo gehen wir natürlich hin? Natürlich zum Scania-Händler und dann werden wir mal gucken, ob wir da den einen oder anderen Änderung machen können. Und wir gehen ganz bis nach hinten und wie es aussieht, ersetzt er diesen Schwerlast-LKW. Gut, gehen wir mal hin, ändern wir mal die Ausführung und dann gehen wir mal hier hin. Topline. Und das ist die einzige Ausführung und der LKW-Fahrer ist auf jeden Fall mächtig cool. Das wäre vielleicht auch noch so eine Option, dass man eventuell seinen Fahrer noch anpassen könnte. Hier im LKW für den Euro Truck Simulator 2 in der Standardversion wäre auf jeden Fall eine richtig schöne Sache. Muss ja nicht im Multiplayer funktionieren, aber so als Singleplayer. Es gibt ja auch Frauen, die fahren. Ne? Könnte man eventuell auch mal Frauen reinsetzen. So eine richtig schöne dicke Edeltraut. So, dann am Fahrwerk bleibt so. Gehen wir mal weiter an Motor, natürlich der 620 PS starke Motor, auch nichts V8. Getriebe haben wir natürlich mit oder ohne Retarder, wir nehmen natürlich mit. Innenraum bleibt so, wie der Mod-Hersteller es wollte. Mit Gardinchen, hier noch so eine kleine Stickereien. Ja, kennt man ja alles. Scania. An Farben, ja, ist zwar hier möglich, aber es geht sowieso nichts. Also der hat da schon alles deaktiviert. Er möchte quasi so. Riecht von Jekt. Jekt. Ja, ihr wisst schon. Der wollte es quasi so. Wir gucken mal, was wir trotzdem noch ändern können. Wir können natürlich zwar anwählen, aber es ist nicht viel. Ja, an den Reifen können wir natürlich ein bisschen was ändern, aber an freien Möglichkeiten ist leider nicht so viel möglich. Aber manchmal sagt sich einer, er baut einen Mod oder stellt es ein bisschen um in den LKW und er möchte den so haben, so wie er vielleicht in der Firma original rumfährt und. Vielleicht hat er ja mit der Firma da so eine kleine Kooperation und dann macht er es so. Aber diese ganzen kleinen Details, ja, wenn ich hier so schaue, ne, die Lichter, ja, ist auf jeden Fall richtig schön sauber gearbeitet. Auch die Lackierung, ne, schön sauber. So, gehen wir noch mal ganz kurz nach innen. Ja, natürlich könnten wir hier noch Navi hinsetzen. Wir könnten auch hier diese Scania-typischen Sachen hinmachen. Ah, leuchtet ja komisch. Auch ein paar Sachen von der SISL funktioniert aus dem Workshop, der Innenraum-Mod. So, hier könnten wir jetzt noch den Spiegel ranmachen, aber irgendwie das haut nicht so richtig hin. Seht ihr das? Das ist so ausgespart. Müssen wir gleich mal von außen noch mal gucken. So, gucken wir noch mal von außen auf der Seite. Ja, ja, doch, stimmt. Ist ausgespart. So, da ist er. 250.000 müsste er auf der hohen Kante haben. Dann gehen wir mal raus. Mal sehen, was er noch so bringt. Vier Möglichkeiten zum Umändern des LKWs gibt es leider nicht, aber manchmal ist weniger mehr. Und wir setzen uns jetzt in den LKW. Hier ist er. Wir starten den Motor. Hört sich echt kernig an. Lampen gehen. Blinker an der Seite. Ja, funktionieren auch. Gehen wir mal in den Innenraum. Hat sich da was vielleicht am Bordcomputer geändert? Ich sehe da jetzt erstmal nichts. Nö. Ah, der Sound scheint ein bisschen kerniger zu sein. Hm.
ja. Vom Sound her hört das sich eigentlich ganz gut an. Für alle LKW-Kenner, die werden dann sagen, naja, das ist vielleicht doch nicht so original. Oder vielleicht doch. Also hört sich kernig an, ob das jetzt der richtige Sound ist, das müsst ihr dann mal sagen. Aber der Typ da drinnen sieht schon mal sehr, sehr kernig aus. So, ich denke mal, das sollte erstmal reichen. Mit dieser Mod-Vorstellung kann man durchaus mal eine Tour machen. Aber erst, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Mit den Worten macht der Maximus ein Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye bye.